Die Tage ziehen ineinander. Etwas faltet sie wie Leinentücher im Schrank. Die Gebügelten liegen glatt, die Vergessenen zerknittert, wie ein altes Gesicht. Bilder sind beeindruckend. Bilder treffen Aspekte. Bilder verändern sich beim Betrachten. Beim Beschreiben und Wiederbetrachten werden Bilder zu einem Film transformiert. Der Ort, an dem der Schmerz zu Hause ist, ist wie eine leere Wohnung, verlassen. Der Schmerz ist ausgezogen, ich weiß nicht wohin. Ich habe nie die Menschen vermisst, die fortgegangen waren. So vermisse auch ich ihn nicht. It is enough to be yourself. It is enough to come. It is enough to watch the silent space. Discover energies in the rooms. It is enough, through moments, to be in the body, a visible, talking, silent. It is enough. Eine klingelnde, beißende, eine träge, ein Köter, eine übrig gebliebene Schöne, aus der mehr Bewegung entweicht als knirschendes Zähnereiben. Oh, sie verzeiht mir, so fatal sie sich selbst auch beschreiben mag, in der großen, aber nicht vielsagenden Welt der Worte. Was für Wege sind das, die die Worte wählen? Oh, ich weiß es nicht. Bitte nicht verweilen, nicht besonders lange in dieser unbequemen Lage stehen bleiben. Bitte zeigen Sie doch Ihr Profil und nicht Ihr Doppelkinn. Zeigen Sie Ihre Lippen, Ihr Kinn und beißen Sie sich einmal in das rechte Bein. Ja, und verweile nicht lange in dieser unbequemen Lage, ich habe es doch schon gesagt. Bitte rutsche mit der Schnauze etwas nach vorne. Dieses fliehende Gehirn, dieses fliehende, zieht die Zeit mit den Erfolgreichen vorbei. Eine Modenschau auf dem Laufsteg der Jahre. Funkelnder Gottestrotz, ein bissiger Köter ist kitschig, zerfleischend. Lässt nicht viel zurück von seltsamen Speisen. Ein Knochen, einen harten Knochen höchstens, er ist tief verletzt, dieser dicke Hund. Ich will ihn nämlich unter dem Mikroskop reden lassen. Er soll alles sagen dürfen. Ich nehme ihn auf und stelle ihn auf die Fersen der Vergangenheit. Ja. Gut. Das war's dann wohl. Dankeschön.